Ich hab's nicht zwischen gesagt. Ja, ich flieg um, ich habe nämlich eine Verwandte drüben, in Nebraska. Echt, wahr? Ja, der Bruder von meinem Großvater ist vor über 100 Jahren ausgewandert. Echt? Mit einem zerrissenen Heimat. Und heute haben seine Nachkommen Millionen, haben die, Millionen. Was machen die mit Millionen verzerrissene Heimat? Aber, wie ich schon gesagt, Amerika ist da viel besser, ist alles geregelt. Das fängt schon mal an mit den Einreisepapieren. Also wer einmal in Amerika war, was muss ich da alles vorbereiten muss. Und ich habe mich da jetzt auch eingelesen mit den Gesetzen. Was die auch eigentlich mit den Gesetzen? Ja. Also, könnt ihr euch nicht vorstellen, was in Amerika die Gesetze, was wir jetzt vorbringen, die gibt es, die sind nach wie vor noch in ganz Amerika göttlich. Uralte Gesetze sind. Aber eins gefällt mir zum Beispiel, ich fliege gleich mal am Anfang nach Chicago. In Chicago, Bundesstaat Illinois ist das, da gibt es ein Gesetz. Der kennt sich aus. Vor 20 Jahren hat er nicht mehr mitgefunden und jetzt geht er nicht. Da gibt es ein Gesetz, das müssen alle jungen Frauen zur jüngsten Master haben. Aha, darum sagen sie wahrscheinlich in Albrecht, zum Zeininger Johann, Master. Warum sagen sie es denn mir nicht? Der Fallosso in Arkansas darf bis heute laut Gesetz ein Ehemann seine Frau schlagen, allerdings höchstens einmal im Monat. Warum? Naja, so geht's. Ich bin nicht feiert, ich kann da nicht mitmachen. Aber dafür in Los Angeles, da darf jeder Mann seine Frau mit einem Lederriemen schlagen, vorausgesetzt, der Riemen ist nicht breiter als 2 Zoll. Benutzt einen breiteren Riemen, bedarf es der vorherigen Erlaubnis von seiner Ehefrau. Das stimmt, ne? Und in Arizona zum Beispiel wird es Frauen per Verordnung verboten, Unterhosen zu tragen. Nur in Arizona? Ja, nur in Arizona. Leo, das ist vielleicht mit dem, dürfen Sie noch Ohio die Frauen keine Lackschuhe tragen. Damit die Männer in ihnen eventuell nicht die Reflexionen sehen von etwas, das sie nicht sehen sollten. Na, du musst das ja nicht unter den Rumpf schauen gehen. Wahrscheinlich. Ich weiß, ich weiß. Und in Detroit, das ist die berühmte Autostadt. Ja, ja. Detroit. Jedenfalls in Detroit ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntag böse anzuschauen. Aber das Ärgste ist das, die Gemeinde Wacosta in Pennsylvania verbietet ihren männlichen Einwohnern in der Öffentlichkeit mit einer Erektion herumzulaufen. Zuwiderhandelnde können mit bis zu 3 Monaten Gefängnis bestraft werden. Und jetzt kommt der Hammer. Dieses Gesetz ist erst 2002 in Kraft getreten. Das wird noch so modern ist es aber. Das wird noch Viagra.